Ja, ich kann gerade auch nicht googeln, weil schwierig. Ich geh mal kurz reparieren. Der Gürtel sieht einfach so hübsch aus, ne? Ich mag das. Schöne Grüße von Tame. Schöne Grüße zurück. Telefonierst gerade mit ihm oder was? Okay. Verlobter von Chinky. Ich glaube, das war auch so ein T9-Ding, ne? Dieses Ching. Ich weiß gar nicht mehr, ey. Da sind so viele Dinger rausgekommen, irgendwie. Ach, ich sag das immer so, immer so. Ich sag immer Tay, Verlobte von Gina, sag ich eigentlich immer. Bald ihr Mann? Nee, doch, oder? Bald ihr Mann? Oh, was haben wir doch immer gesagt? Im Herbst, Mann. Aber habt ihr schon einen Tag oder noch nicht? Also wirklich. Wirklich ein festes Datum? Mann, spät. Weil Mann von Ching. Gut, schon mal weiter nach hinten mit mir dann. Wann habe ich ein ganz dickes Hohlkreuz? Nicht gut. Tank stehen. Oh, cool, Pock. Sehr gut. Ob die irgendwann Elvia-Quest-Science reinmachen werden? Wie groß mein Firm aus Russland kommt, aus Korea und der Teil aus Deutschland. Und bezweifle, dass ihr 800 Gäste zu eurer Hochzeit einladen werdet. Das bezweifle ich ganz, ganz stark. Also denn, ihr habt natürlich das Money dafür. Das wird die Ching-Stadt. Schreibt nix, guckt nur. Ist die weg jetzt so? Wie gucken mich die Leute heute nur an und gehen dann weg? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die KMP habe ich gehört. Qingtown, genau. Also wenn ich mal so durchrechne, was das so an alleine mit Essen und so. Das hat sich hier dumm und dämlich bei der Hochzeit. Ich
Wir hatten 1550 Leute. Ach ja, Shimon ist ja auch schon verheiratet. Ich vergesse. 1500 Leute. Holy Macaroni. Jesus. Macht es denn überhaupt noch Spaß zu heiraten mit so vielen Leuten? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Der eine mag das nicht, der andere mag das nicht und so. Ah, ja, ja. Stell ich mir schwierig vor. Stadion. Also, einen Hochzeitsantrag im Stadion würde ich fühlen. Eine Hochzeit im Stadion würde ich eher nicht so fühlen. Wenn du mich fragst. Leg die Rams auf der Straße ein. Hier hast du nichts vor, am Samstag kommt zur Hochzeit. 35k? Juch. Hallo, Ernerchen. Ich finde Riesen ziemlich nice, muss ich sagen. Abwechslungsreich und nice. Mittlerweile bin ich auch ziemlich drin in meiner Rotation. Doch, mag ich schon. So, mit Succession sehr angenehm hier zu grinden. Familie und Freunde. Yikes. So viel Familie habe ich gar nicht mehr. Alle meine Freunde. Hallo, Mr. Zinget. Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Kuss, Kuss geht raus für den Raid. Viva Streamikus Maximus. Yay, Lenny ist auch da. Porgy. Hast du doch früher Feierabend bekommen? Holy. Holy moly. Gar nicht laut oder so. Nein. War zu viel gathern. Jetzt fast verhungert. Also jeder, der heute herkommt, der schreibt, dass man fast verhungert. Leute, ihr müsst unbedingt vor dem Stream essen. Es hat 4 Jahre gedauert, bis ich das gelernt habe. Ich bin die ganze Zeit wach, ja? Überlaut der Command. Der war so, also ich habe meine Kopfhörer rum auf 100%, der war schon knackig gerade. Ich habe heute auch nur einen Apfel gegessen und sonst nichts. Was habt ihr alle mit Hunger? Ich hatte zum Frühstück, hatte ich Tomate Avocado Brot und zum, also kurz vorm Stream habe ich noch schnell Tomate Basilikum Feta gegessen, also im Ofen und Hummus und Antipasti. Fertig. Jetzt bin ich satt. Bis morgen. Ja, ich musste lernen zu frühstücken, aber ich habe es mittlerweile drauf. Denn ich hätte keinen Bock mehr zu sagen, Leute, ich muss jetzt hier beenden, ich verhungere gleich. Ich habe schon Bauchschmerzen oder so. Ich habe heute eine Tomate gegessen. Taff. Die Rückkehr der Tomaten. Jetzt sind wir schon wieder bei den Fleischtomaten. Aber Holzrüssel ist nicht da. Wir können das Gespräch nicht ohne Holzrüssel führen. Das geht so nicht. Ich hätte morgen um 5.30 Uhr einen Apfel. Machen alle No Carb anscheinend. Aber Hunger ist doch eine so gute Ausrede. Aber man braucht doch keine Ausrede, um mit dem Stream aufzuhören. Aber hast du das lang gemacht, oder? Oder hast du spät angefangen? Ziggert.
du sonst nicht so lange da? Hab was schlafen? Aber ohne Hefe, ja? Okay. Kann ich dir einiges schicken eigentlich? Meine Mama hat letztens auch so selbst irgendwie ein Rezept kreiert für so ein Low-Carb-Brot. Ich mag das ja gar nicht, wegen der Konsistenz und so. Aber das war echt cool. Lauchsuppe im Rahmen vertrage ich auch manchmal. Nur weil Tay dabei sitzt, ist das keine Lauchsuppe, weißt du, ne? sorry, der musste. Der musste raus. Den hatte ich im Kopf, der musste raus. Kuss geht raus. Viel Tay. Der ist breiter zu Glaubst. Ich kann mir bei Tay absolut nicht vorstellen, wie der aussieht. Also wirklich, gar nicht. Ich kenne ihn ja eigentlich nur vom Schreiben. Also keine Ahnung. Ja, naja. Der Crocs ist jetzt auch breit und trotzdem sag ich, dass es ein Lauch ist. Der sagt, er hat dich auch lieb. Dann ist ja gut. Muss ich low keimen? Okay. Ja, dann schick ich den einfach. Crocs und Tay in the Lock Gang. Ist so. Wenn sie aber Momo mitnehmen, können sie Pummelparty machen. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte keinen Kaffee mehr trinken. Bin ich mal allein. Okay. Okay. Das bist du halt so Depri. Kenn ich gar nicht von dir, Momo. Loris 470 einsetzbar? Stimmt. Den kannst du vor dich stellen, wenn es Ärger gibt. Den kannst du hinter dich schmeißen, wenn du fertig bist. Reden wir noch von Lebensmitteln? Ja, weniger. Ist er denn, du möchtest Momo gerne vernaschen? Oder Crocs oder Tay? Dann, ja. Nö. Okay. Hallo, Basni. Was schlägt dich denn hierher zu mir? Sagen Sie mal, mein kleiner Scheinfreund Mr. Ziggett, ja? Warum haben Sie eigentlich kein Dicke-Zeichen vorne? Also generell, warum haben Sie da vorne kein Zeichen? Warte mal ganz kurz. Das gefällt mir so nicht.
Das gefällt mir so nicht. Warte mal kurz. So. La, 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 la. Ja, ich glaube, Thorsten hat gar nichts geschrieben. Also. Huch. Warum ist denn halt alles so laut? Scheiße, müssen wir nur noch von der Seite überleben. Okay, Anna hat Basti einen Sub geschenkt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kuss geht raus an Ernachen. Achso, ja genau, Momo ist seine erste Freundin. Gina, willst du dir nicht nochmal überlegen mit Tay und nicht doch Momo heiraten? Er möchte dich doch so gerne. Tay 1,98. Was, der ist so groß? Ich hab den immer mit 1,70 im Kopf gehabt. Warum ist denn der so riesig? 1,98, schwarze Haare, schwarze Augen. Weiß. Weiß. Breit läuft der Joggingzeug in seiner Freizeit rum. Jetzt hast du ein Bild ein bisschen. Achso, und wir dürfen nicht die dicken Augenbrauen vergessen. Aber ist er nicht Koreaner? Doch, Tay ist doch Koreaner, ne? Oha, warum ist denn der so groß? Du hast sie markiert. Ah, okay. Heftig. Heftig. Das ist krass, ja. Juch, 1,98. Bist du nicht selbst 1,70 oder so, Gina? Slife hier. Danke dir für den Follow. Hello. 1,62. Oha, einfach 30 cm größer als du. What the hell? Ach, hey. Okay, das ist heftig. 30 cm ist heftig. Das würdest du gerne sehen. Oh, Gina schickt dir bestimmt ein Foto von sich und Tay. Was meinst du, die beiden Kleinen? Also Adelina und der Kleine? Die Kleine wird bestimmt so groß wie du und den Boy so gut wie er, oder? Ich glaube, der kam ja sehr nach Tay. Kennt ihr das Bild vom Hamster mit der Banane? Nein, ich glaube nicht. Warte mal, was ist denn da zwischen Erna und Thorsten im Gespräch? Hallo? Wir spielen hier kein Golden Shower. Das könnt ihr in euren Privaträumen machen. Geht in den Keller oder so. Oder nicht im Chat. Was ist mit euch? Der ist schon so übel groß. Der Kleine, ne? Hm. Erna denkt so versaut. Also was auch immer ihr da macht. Es liest sich weird. Ich überlese jetzt einfach mal Ernachen und Thorsten. Das sieht nämlich echt nicht gesund aus, was ich da lese. Der Große, der kommt zuerst. Na, der kommt ja voll nach Tay, ne? Oha, wir müssen das als Command machen. Dann als Soundfile so ein richtig lautes Raus. Weißt du? Sowas bräuchten wir eigentlich. Oh, ich hab auch eine Voice dazu im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob der das auch als Soundfile. Ob der das irgendwo gesagt hat. Ei. Da müsste ich mich schlau machen. Schaut das Discord. Kann ich nicht. Ich bin hier voll im Grind-Mode. Ich sehe nur, dass ich viele Nachrichten habe im Discord. Mehr sehe ich gerade nicht. Gott, was ist denn hier los? Also, Holzrüste schickt mir die ganze Zeit Bilder von deinem Garten.
Ach, das meinst du? Das, das heißt bei uns Risotto, Gina. Risotto nennt sich das, was du meintest. Dann kommst du in Game. Okay, Momo, meinst ernst? Welche Pizza tut's mal für feinen Gott? Welche Stufe? Mon, du, Tri, was willst du machen? Base of Duo. Gott, was war denn mein Duos? Was war denn mein Duo-Stack? Holy, warte mal Gott. Guck mal eben nach. Also für meinen Fallen Gott Rüstung habe ich nur 112er benutzt auf Duo. One Tap. Habe ich mein Dings gar nicht aufgeschrieben? Habe ich meinen Helm gar nicht aufgeschrieben? Jambo, ich hoffe, du bist noch da. Das ist genau dein Lied. Setz deine Sonnenbrille auf und dann gleich. Da, die, da, dum, bum, bum, bum. Bitte, lass Jambo noch da sein. Ich will das so fühlen. Hä, ich habe meinen Helm gar nicht auf. Was habe ich denn bei meinem Helm gemacht? Der Kommissar geht rum, oh, oh, oh. Jambo, nächster Stream mit Sonnenbrunner? Du hast deinen ersten Freund verloren? Scheiße. Den, 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 den. Oh, hab ich. Oh yeah. Es gibt ja doch vier. Und Zyklopen gibt's ja auch noch. Dann mach ich Schwarzgeist, ja. Badidadumpumpumpum. Nur drei? Okay, da habe ich von irgendwas anderes gesehen. Also dann ist das Gihaku, Giga Gord und Zyklop oder was? Goa? Keine Ahnung, wie du heißt. Hallo McDonald. Wenn ich den Zyklop hier so sehe, hätte ich voll Bock auf dunklen Riss, ne? Das ist doch nicht gemeint. Kirk meint bestimmt Base of Pri. Ja, ich habe das genauso verstanden. Also ich weiß nicht, warum ihr euch da so aufhängt. Oha, Jambo holt schon die Klapse raus. So, da geht ihr nicht zu grind hier. Das ist mein Gear. It's chill grind for me hier. Was? Doch, wegen dem Lag gehst du direkt von Base auf Duo durch. Einfach, weil du es kannst. So ein Ding ist das. Du, 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 du. Ach, wie heißt das Originallied? Ich hab's vergessen. Stört mich hier. Electric Avenue. Genau, Electric Avenue. Genau. Mm, 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 mm.
Ich sag euch, das ist die perfekte Playlist zum Riesengrind, ne? Ohne Witz. Das ist so nice. Während das nicht dem Zyklopen auf den Arsch geht. Bloop. Der Himmel ist wieder blau. Schön. No problem. Ja, aber das, was du als Ebli geschickt hast, oder Eblei, oder wie auch immer man das ausspricht, China, das kenne ich als Risotto. Also es sieht wirklich aus wie Risotto. Oder Graupen. Na, ich würde eher... Nee, das sind eher Graupen. Wenn du das Erna schicken würdest, dann würde Erna dir auch sagen, das sind Graupen. Ach, Kuku wieder, weißt du, der muss natürlich wieder in den Raum sitzen. Ich sag, ein schöner Rücken kann auch entzücken und er schreibt daraufhin, ein runder Bauch tut's auch. Arschi, ey. Fiege ich eigentlich im Mund zum Better Twitch TV und so? Für dich selber? Oh, bis dann, Momo. Haust du rein. Klar, du hast im Discord-Dings geschrieben. Graubmeintopf von Oma. Ich hab ewig keinen Graubmeintopf mehr gegessen. Ne? Und dann auch saufen in Magie. Und ich habe ich von beiden Seiten. Ich habe beide Seiten eigentlich verknüpft mit dem Stream. Ich glaube aber, wir haben auch gar keinen Platz mehr für Better Twitch TV Emotes, oder? Ich glaube, wir haben die alle verballert. Ich weiß gerade gar nicht.